Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim, wieder in Vertretung für den Martin. Und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 16. Februar. Heute dabei Unicode-Symbole, Tinder, Microsoft, Samsung und HTC. Beginnen tun wir mit einer Entdeckung von zwei Softwareentwicklern des Aloha-Browsers, denn die haben zwei Unicode-Symbole entdeckt, die, wenn sie auch noch mit Apples Standard San Francisco Zeichensatz angezeigt werden, praktisch jede App crashen lassen auf iPhones, iPads, Macs und selbst auf einer Apple Watch. Sprich, teilweise mussten die Apps sogar deinstalliert werden und neu installiert, damit sie wieder läuft. Also schon was Ernstes. Und das betrifft wirklich eine ganze Anzahl von Apps auf jeden Fall, die getestet worden sind. Die Apple Mail App selber, Twitter, iMessage, Slack, Instagram und Facebook. Und wahrscheinlich ist das nur die Speerspitze. Mittlerweile hat Apple auch gesagt, ja, das stimmt. Es existiert dieses Problem und es wird auf jeden Fall gefixt in den nächsten Updates für iOS, tvOS, macOS und watchOS. Nächstes Thema, Tinder, die Dating-App. Wir hatten da ja auch mal eine Sonderfolge im Geek Talk, kann ich nochmal drauf verweisen hier. Aber Tinder generell, die Dating-App, auch gerade wieder ganz groß in den Nachrichten, weil sie bei Olympia im Olympischen Dorf benutzt wird. Die bekommt ein neues Feature, was für Frauen, glaube ich, ganz praktisch ist. Und das Feature ist jetzt nicht so mordsneu, denn die Konkurrenz-App Bumble hat dieses schon. Und zwar, wenn es ein Match gibt, also zwei Leute auf Tinder haben gesagt, ja, ich finde dich gut, dann soll es so bald möglich sein, dass nur noch ein Chat gestartet werden kann, wenn die Frau das initiiert. Also, Frauen können dann nicht einfach mal zugetextet werden ohne Ende. Die Frau muss den ersten Schritt machen. Andererseits frage ich mich, wenn beide gesagt haben, ja, finde ich gut, da hat die Frau ja auch eine Entscheidung getroffen und dann wäre das eigentlich in Ordnung. Aber auf jeden Fall, das Feature soll kommen. Tinder hat noch nichts offiziell verkünden lassen, aber wohl relativ sicher. Und wenn, dann geben wir euch auch die Info im Daily nochmal weiter. Ein ganz anderes Thema, Microsoft. Die haben ein Startup-Programm aufgelegt. Das machen ja viele. Und Microsoft hat dafür eine halbe Milliarde US-Dollar zur Verfügung gestellt. Und nicht nur, dass sie dann in Startups investieren, sondern sie geben ihnen auch Zugang zur hausinternen Technologie sowie zu Community-Räumen. Und ja, im Endeffekt natürlich ein schlauer Zug, denn damit bindet Microsoft Startups früh an ihr Ökosystem, sprich an die Azure Cloud, natürlich auch an Office 365 und andere interne Programme oder auch nicht nur interne, sondern Programme von Microsoft. Und wenn man da einmal drin ist, ist es natürlich hinterher später immer schwer zu wechseln. Also von daher schlau gemacht, aber auf jeden Fall ist eine Startup-Förderung immer eine gute Sache und Microsoft ist dabei mit 500 Millionen. Ja, Samsung, die haben ja nach einer langen Beta-Phase letztendlich dieses Update für Android 8.0 Oreo für die Galaxy S8-Besitzer und Galaxy S8 Plus-Besitzer zur Verfügung gestellt. Android 8.0 heißt bei Samsung Samsung Experience 9.0, das muss man nicht verstehen. Aber ja, es wurde halt zur Verfügung gestellt, es wird lange getestet und jetzt auf einmal wurde es gestoppt und viele haben sich gewundert, was ist jetzt los? Ja, und anscheinend hat das lange Testen nichts gebracht, die lange Beta-Phase, denn es gibt eine begrenzte Anzahl an Fällen, wo es zu unerwarteten Neustarts unter Android 8.0 kam. Und deswegen wurde es erstmal gestoppt, Samsung testet wieder weiter und jetzt muss man halt abwarten, wann es dann wieder freigegeben wird. Also, falls ihr das Update schon bekommen habt, wenn ihr S8 oder S8 Plus Besitzer seid, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es installieren wollt oder nicht, das Risiko eingeht. Ich würde es machen. Ja. Nächstes Thema, nächster Hersteller, HTC. Die haben ja bereits ihre gesamten Smartphone-Entwickler mehr oder weniger an Google schon abgegeben. Und jetzt geht es noch eins weiter. Der Chef der Smartphone-Sparte, Xialin Shang, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der tritt nun auch zurück. Der macht nicht mehr weiter. Und damit ist jetzt der Rest der bestehenden Smartphone-Sparte von HTC praktisch ohne Führung. Die haben zwar an einem neuen Flagship gearbeitet, wie es hieß, aber wie es damit jetzt weitergeht oder generell mit HTC, das ist jetzt die große Frage.
Wir halten euch damit natürlich auf dem Laufenden. Und ansonsten, das war's auch für diese Woche. Ich hoffe, ihr kommt noch gut durch den Freitag und habt ein tolles Wochenende. Und dann werden wir uns wahrscheinlich am Montag schon wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.